vor ein paar Tagen gebeten, dass ihr mir auf Twitter und auf Instagram ein paar Fragen stellt für mein neues Ask Julie, denn das will ich auf jeden Fall dieses Jahr öfter machen. Das ist auch ein Jahresvorsatz für mich für 2014, denn ich liebe es einfach, eure Fragen zu beantworten. Und ihr habt mir so viele Fragen gestellt und auch so viele lustige Challenges, dass man für die Challenges fast ein einzelnes Video machen könnte. Also wenn ihr Lust habt, dass ich mal so ein Video mache, wo ich nur so kleine Challenges mache, ihr seht gleich, was noch so in diesem Video auf euch zukommt. Es ist nicht so lecker, aber egal. Und dann schreibt es mal in die Kommentare und vielleicht schreibt ihr schon mal ein paar Challenges in die Kommentare, dann wäre das bestimmt voll cool. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit den Fragen. Als erstes hat mich die Grace Neudert, ich hoffe, ich entschuldige mich jetzt schon mal für alle Namen, die ich falsch ausspreche, es tut mir echt leid. Auf Twitter hat sie mich gefragt, würdest du lieber im Schlafanzug rausgehen oder dreckverschmiert in deinen Lieblingsklamotten? Ich würde lieber im Schlafanzug rausgehen, dann würden mich die Leute nicht so komisch, also vielleicht auch komisch angucken, aber wenn ich dreckverschmiert draußen rumlaufen würde, also so richtig, dann würden alle Leute denken, ich bin entweder in so eine Pfütze gefallen und ein bisschen tollpatschig oder mir ist irgendwas passiert und ich brauche Hilfe und dann würde mich vielleicht jeder ansprechen. Das ist auch nicht so cool. Also glaube ich, würde ich lieber im Schlafanzug rausgehen. Da hat Melina Slimani auf Twitter eine Challenge gestellt und zwar nimm einen Löffel Zimt in den Mund. Und ich weiß, dass das auch eine Challenge ist hier auf YouTube und ich habe das noch nie ausprobiert. Also ich könnte mir das jetzt gerade gar nicht so schlimm vorstellen, weil ich mir so denke, es ist ja nur Zimt. Ich habe jetzt hier einen Löffel und Zimt und Wasser, weil ich glaube, dass ich gleich sonst ersticke. Also ich bin jetzt echt gespannt. So, das ist jetzt der Löffel, den ich hier gleich im Mund nehmen werde. Ich hoffe, das ist jetzt genug. Ich kann das irgendwie nicht so einschätzen. Okay, ich bin bereit. Achtung. Danke, Lena, für diese ekelhafte Challenge. Also Zimt, das kann man auch nicht schlucken. Das wird so trocken im Mund und das ist so ekelhaft. Und das ist so scharf geworden. Ich weiß gar nicht, warum. Auf jeden Fall, das mache ich nicht nochmal. Aber danke für die lustige Challenge. Okay, kommen wir jetzt zu den Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Und da fragt als erstes Love What You Do, an welchen Ort der Welt würdest du gerne mal reisen? Wenn ich mir das aussuchen könnte, dann würde ich am liebsten jeden Ort, jedes Land einmal bereisen. Aber das geht ja leider nicht. Und so meine Top-Reiseziele momentan wären auf jeden Fall Südafrika, Kapstadt oder Johannesburg. Muss wunderschön sein. Dann Abu Dhabi oder Dubai. Dann New York, Australien, Singapur. Ja, mir würden, glaube ich, genügend Reiseziele einfallen. Sandra1308 fragt, wenn du in der Lotterie 1 Million Euro gewinnen würdest, was würdest du damit machen? 1 Million Euro ist einfach so, so unglaublich viel Geld, aber man muss damit auch echt aufpassen. Ich glaube, ich würde mit 1 Million mir auf jeden Fall eine Wohnung kaufen. Also ich glaube, in Immobilien investieren ist immer eine gute Idee. Dann würde ich mir ein Auto kaufen, dann würde ich meinen Eltern auch ganz viel schenken, alles, was sie so, ja, wollen würden. Dann würde ich auf jeden Fall sehr, sehr viel reisen mit meinen Eltern, mit meinen Freunden. Ich würde dir, ja, ich würde einfach reisen, ja. Das auf jeden Fall. Und ich würde auf jeden Fall einen großen Teil auch spenden. Analysiert fragt mich, hast du Vorbilder oder was inspiriert dich? Also, ich habe jetzt nicht so ein direktes Vorbild. Ihr wisst ja, dass ich Demi Lovato über alles liebe, aber sie ist für mich eher so eine Inspiration in vielen Sachen als jetzt so ein richtiges Vorbild. Meine Eltern sind auf jeden Fall schon so Vorbilder für mich, weil sie sind einfach meine Eltern. Und ansonsten inspiriert tut mich einfach alles so um mich herum. Meine Freunde, ihr, wenn ihr mir irgendwas schreibt, gerade wenn ich jetzt so auf Twitter mit manche von euch so ein bisschen einen engeren Kontakt habe oder ja, einfach so, was ich erlebe oder was ich auch irgendwie in Videos sehe, das inspiriert mich irgendwie alles. Also ja, alles, was ich so erlebe, inspiriert mich. ToodieX3 fragt mich, lieber ein Jahr ohne Handy oder ein Jahr ohne Schminke? Das ist nicht so schwer für mich. Auf jeden Fall ein Jahr ohne Schminke. Also ich würde lieber ein Jahr ungeschminkt rumlaufen, weil mich das gar nicht so doll stören würde, als ein Jahr auf mein Handy zu verzichten. Oh Gott, ich wäre so aufgeschmissen. Ich habe einen Orientierungssinn. Ich glaube, kein Mensch hat einen schlechteren Orientierungssinn als ich. Ich finde wirklich nirgendwo hin. Und deswegen brauche ich mein Handy. Dann könnte ich nicht mehr twittern, ich könnte kein Instagram mehr verwenden, ich könnte kein WhatsApp verwenden. Ja, also definitiv ein Jahr ohne Schminke. Hey, it's Honey fragt mich, hast du Nebenjobs? Und ich muss sagen, die Frage habe ich in letzter Zeit relativ oft bekommen, gerade nach meinem Video, meine Wunschliste für 2014. Denn viele haben mich gefragt, hey, wie willst du dir diese ganzen Sachen leisten und kriegst du so viel Taschengeld oder ja, arbeitest du nebenbei? Und ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht ein extra Video darüber mache, wie man Geld sparen kann. Egal, ob man jetzt 14 ist, beziehungsweise auch Geld verdienen kann, ob man jetzt 12 ist, 14 ist oder auch
20 oder 25. Das wäre, glaube ich, ein ganz hilfreiches Video. Und ich glaube, ich habe so ein paar Methoden, um Geld zu verdienen. Also, was heißt Methoden? Aber so ein paar Sachen, ein paar Ideen, wie man Geld verdienen kann, ohne vielleicht einen direkten Nebenjob zu haben. Weil ich weiß, dass viele einfach sagen, ich habe keine Zeit für einen Nebenjob, irgendwie zweimal die Woche 8 Stunden zu arbeiten oder 6 Stunden, weil ich einfach noch zur Schule gehe und die Hobbys habe und meine Freunde sonst nicht sehen kann. Aber ich glaube, ich habe da eine ganz gute Lösung. Und um die Frage jetzt zu beantworten, ja, ich habe einen Nebenjob, in dem ich momentan nicht so viel arbeite. It's Just Michi, schwieriger Name, fragt, wenn es brennen würde, was würdest du aus deinem Zimmer retten? Also mein Handy habe ich ja meistens bei mir, von daher gilt das hoffentlich nicht. Dann würde ich definitiv meinen Laptop retten, weil da einfach meine ganzen Fotos drauf sind. Es sind irgendwie 5000 Fotos drauf, beziehungsweise ich würde noch meine externe Festplatte retten, weil da sind meine ganzen Videos drauf. Ja, die beiden Sachen würde ich irgendwie versuchen, aus meinem Zimmer zu retten. Und nämlich diese ganzen Fotos, die ihr im Hintergrund hier seht, die sind auch alle auf meinem Laptop und dann könnte ich sie wenigstens nochmal ausdrucken. Kas Masa und ich glaube so ungefähr 100.000 andere Leute, nein, aber voll viele von euch haben mich gefragt, hast du einen Freund? Forever alone, forever alone, forever alone. Ich glaube, das beantwortet die Frage ganz gut. Nein, ich habe also keinen Freund. Und ich muss auch echt sagen, dass ich, solange ich die richtige Person noch nicht gefunden habe, auch eigentlich gerne warte. Und ich mir sicher bin, dass ich die Person irgendwann finden werde, die gut zu mir passt. Und ja, also mir fällt das halt ganz oft bei anderen auf. Ich mache mich da auch nicht so abhängig von. Also voll viele sagen so, oh, ich bin Single und ich weiß jetzt gar nicht, was ich mache so in den Ferien. Alle meine Freunde sind irgendwie vergeben und so. Klar, ich kann das verstehen, wenn man halt so als einzige Person Single ist, aber meine Einstellung ist da so, dass man sich nicht abhängig von jemandem machen sollte, sondern dass man trotzdem sein Leben genießen sollte und deswegen ist das für mich eigentlich überhaupt kein Problem. Aber das ist eigentlich auch schon wieder fast ein einzelnes Video wert. Also wenn ihr da nochmal irgendwas wissen wollt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Vielleicht mache ich darüber nochmal ein ganzes Video. Katie Cupcake 17 fragt, was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Ich habe da eben drüber nachgedacht und ganz ehrlich, mir fällt nichts ein, was jetzt so mega peinlich war. Aber mir fällt eine Sache ein, die ich so in der Schule gemacht habe, was im Nachhinein so richtig, richtig dumm war. Aber was heißt richtig dumm? Und es werden jetzt wahrscheinlich nicht alle von euch verstehen, weil ihr nicht alle in der 11. Klasse seid. Oder also noch nicht in der 11. Klasse seid. Aber wir hatten in der 11. Klasse Vektoren. Und als Erklärung, Vektoren sind einfach so Pfeile in der Mathematik, die ja so im Koordinatensystem laufen. Ich kann es nicht so gut erklären, aber man kann diesen Pfeil, der geht halt immer so weiter und ist unendlich. So, das ist wahrscheinlich eine super schlechte Erklärung. Aber unser Mathelehrer hat gefragt, so einfach in die Klasse, was glaubt ihr denn, wie oft kann man einen Vektor multiplizieren? So, und dann hat er mich drangenommen und ich habe wirklich scheinbar das Thema gar nicht gecheckt. Wir haben das bestimmt mehrere Wochen vorher gemacht. Und mir ist nichts Schlaueres eingefallen, anstatt irgendwie zu sagen, weiß ich nicht, oder null oder unendlich, was ja irgendwie Sachen sind, die noch logischerweise, also irgendwie logisch sind in der Mathematik. Klein Julie hat gesagt, 200. Und alle haben angefangen zu lachen und danach war es ungefähr der Running Gag, wenn irgendwelche Lehrer gefragt haben, was glaubt ihr denn, wie oft man das und das oder wie hoch das und das? Und dann haben immer alle gesagt, vielleicht ungefähr 200. Und ja, das war so der Running Gag in unserer Klasse bis zum Ende. Und das ist so mit das Peinlichste, was mir je passiert ist, obwohl ich auch im Nachhinein gar nicht finde, dass das so peinlich war. Es ist halt echt ein bisschen trottelig, ne? Man merkt halt, dass ich das damals nicht verstanden habe. Aber danach war ich ganz gut in Mathe, muss man echt sagen. Sass139 fragt mich, was ist dein Lieblingslied von Demi? Oh mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden für irgendein Lied von Demi. Ich liebe ihre Songs. Das ist so, als würde man sich für irgendein Lieblingskind entscheiden, wenn man Kinder hat. So I'm putting my defenses up, 'cause I don't wanna fall in love. If I ever did that, I think I'd have a heart attack. I think I'd have a heart attack. Kommen wir jetzt zur letzten Frage bzw. Air-Challenge, denn Juliet-Tyler-Tom-Linsen sagt, ist ein Löffel Nutella mit Ketchup. Ernsthaft? Oh Gott. Oh. So, das ist jetzt der Löffel und oh mein Gott, es sieht so ekelhaft aus. Was macht man nicht alles für seine Zuschauer, ne? Okay, 1, 2, 3. I'm waking up, I feel it in my bones enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Ich glaube, ich mag jetzt kein Ketchup und kein Nutella mehr.
Danke, Juliet, für diese ekelhafte Challenge. Für mich wie im Dschungelcamp. Das war jetzt echt ekelhaft. Mir ist ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Mir fällt gerade noch eine Sache ein. Und zwar habe ich euch in meinem letzten Ask Julie gebeten, dass ihr doch mal schätzt, wie groß ich bin. Denn das war eine Frage. Und viele haben mich kleiner geschätzt, als ich bin, was ich ganz lustig finde. Ich bin 1,74 Meter, um das jetzt mal aufzulösen. Ja, also nicht super klein, aber auch nicht mega riesig. Das waren jetzt alle Fragen. Es waren noch super, super viele übrig. Ihr habt euch einfach diesmal selber übertroffen. Es waren, glaube ich, über 150 Fragen in so kurzer Zeit. Und ich konnte leider einfach aus zeitlichen Gründen jetzt nicht alles beantworten. Ich habe einfach versucht, eine gute Mischung zu finden. Aber ich habe noch eine Sache, die vielleicht ganz cool ist. Und zwar machen ja im Moment einige YouTuber so Fananrufe. Ich finde Fananrufe immer, klingt so komisch, weil, ja, Zuschaueranrufe, sagen wir einfach so. Und ich habe mir überlegt, dass ich das auch machen will. Und deswegen habe ich auf Twitter schon eine E-Mail-Adresse und auf Instagram eine E-Mail-Adresse gepostet, an die ihr gerne eure Nummern schicken könnt. Und dann rufe ich vielleicht irgendwann mal an, ganz spontan und heimlich. Diese E-Mail-Adresse steht jetzt hier unten und ist auch nochmal unten in der Infobox. Und wenn ihr Lust habt, dann schickt einfach eure Nummer an die Adresse und vielleicht hören wir uns dann irgendwann in echt. Und ihr seid vielleicht in einem Video, denn ich mache darüber bestimmt ein Video, wenn ich euch alle anrufe. Und ja, das war jetzt das Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao! I feel like my heart is stuck in bumper to bumper traffic. I'm on the bridge.